Politische Morde und Geheimdienstmorde ziehen sich als blutrote Fäden durch die Weltgeschichte. Denn nicht immer sind es Kriege, die eine Wende herbeiführen und das Schicksal von Millionen Menschen beeinflussen. Im hinterhältigen Gewand einer Sprengladung, einer Giftampulle, einer Kugel oder einer fein gesponnenen Intrige wurden und werden jene unliebsamen und störenden Persönlichkeiten aus dem Weg geräumt, die mächtigen Interessen entgegenstehen. Die Attentate sollen das Opfer strafen, Freunde warnen, Partner abschrecken oder strategische Ziele durchsetzen. Die Hintermänner des Meuchelmords bleiben zumeist im Dunkeln und somit auch ungestraft. Oftmals durch ein gut getarntes Geheimdienstnetzwerk geschützt oder unter dem unangreifbaren Banner des Staatsterrorismus stehend. Bleibt nur die Spurensuche nach den direkten oder indirekten Zusammenhängen dieser politischen Gewalttaten. In Kreisen der italienischen Mafia heißt es, Sterben macht müde. Auf 1 ist jedoch hellwach und wirft in dieser Serie einen ganz anderen Blick auf aufsehenerregende und rätselhafte politische Morde. Alfred Herrhausen, Chef der Deutschen Bank, und Detlef Karsten Rohwedder, Präsident der Treuhandanstalt. Zwei Namen, die für zwei mysteriöse und bis heute unaufgeklärte Morde im Zusammenhang mit dem Geschehen der Wende von 1989-90 stehen. Wie keine anderen haben die Attentate die Bundesrepublik erschüttert und internationale Schockwellen ausgelöst. Verwoben in einem undurchsichtigen Netz aus Terror, Geheimdiensten, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Globalismus, Treuhandanstalt und deutscher Wiedervereinigung. Bis heute wird eine offizielle Version erzählt, die selbst an eine Verschwörungstheorie erinnert. Zeit also, Licht ins Dunkel zu bringen. Bad Homburg, Donnerstag, 30. November 1989, 8.34 Uhr. Alfred Herrhausen ist zusammen mit seinem Chauffeur auf dem Weg in sein Frankfurter Büro. Am Straßenrand des Sedamwegs nahe der Taunustherme passiert der gepanzerte Mercedes des Vorstandssprechers der Deutschen Bank eine zwischen zwei Begrenzungspfosten der Straße montierte Infrarotlichtschranke. Verbunden ist diese mit einer 88 Meter langen, unter der Erde verlegten und scharf geschalteten Zündleitung. Kaum einen Kilometer von Herrhausens Haus entfernt, detoniert die aus 7 Kilogramm TNT-Sprengstoff bestehende und wie eine panzerbrechende Mine konstruierte Bombe. Durch die Explosion wird der Mercedes zerfetzt. Der einflussreichste westdeutsche Manager, für den die höchste Sicherheitsstufe gilt, ist auf der Stelle tot. Sein Fahrer überlebt schwer verletzt. Am Ort des Attentats erinnert ein Mahnmal mit zwei Basaltstelen am Straßenrand an den gewaltsamen Tod von Alfred Herrhausen. Auf einer dieser Stelen steht ein Zitat von Ingeborg Bachmann. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Aber gilt das auch für die Wahrheit im Mordfall Herrhausen? Die Ermittlungsbehörden stoßen auf unglaubwürdige Zeugen, ebenso auf viele Widersprüche, die sie mitunter selbst verschulden. Schnell machen sie eine angeblich dritte Generation der Roten Armee-Fraktion, kurz RAF, für das Attentat verantwortlich. Scheinbar bestätigt wird diese Annahme durch ein mehrseitiges Bekennerschreiben, das vier Tage später mehrere Nachrichtenagenturen erhalten. Bis heute wird jedoch die Existenz einer dritten RAF-Generation in Zweifel gezogen. Die Bundesanwaltschaft kann eine alleinige Täterschaft der linksextremen Terrororganisation nicht darlegen. Dennoch ermittelt sie nicht in andere Richtungen. Anscheinend sind auch die Akten über sonstige mögliche Täter im Herrhausen-Fall verschwunden. Weitere Pannen werden bekannt. Sie handeln von Zeugen in psychiatrischer Behandlung oder mit Alkohol- und Drogenproblemen. Angebliche RAF-Mitglieder erweisen sich nicht als solche. Verhaftete mutmaßliche Täter werden wieder freigelassen. Hinzu kommen von deutschen Geheimdiensten bezahlte Informanten sowie fingierte Beweisstücke.
Bis heute sind Täterschaft und Urheberschaft des Herrhausen-Attentats nicht aufgeklärt. Dennoch wird an der RAF-Theorie nicht gerüttelt. Zwangsläufig stellt sich die Frage, die echte Kriminalisten wie auch ernstzunehmende Historiker immer zuerst stellen. Cui bono? Wem nutzte der Mord konkret? Zunächst wird die mehr verbreitet, Herrhausen sei das perfekte Feindbild für linksextreme Terroristen schlechthin, geschuldet seinem Job als Chef eines Bankkonzerns mit 400 Milliarden Mark Bilanzsumme und seinen über 120 Aufsichtsratsmandaten in der deutschen Industrie. Doch diese These ist unhaltbar. Herrhausens geschäftspolitisches Bestreben entsprach keinesfalls dem eines egoistischen Gewinnmaximierers. Vielmehr setzte er sich stets dafür ein, die Schuldenlasten der Dritten Welt drastisch zu verringern, mitunter sogar zu erlassen. Ebenso wollte er den verarmten Arbeitermassen im Ostblock helfen und ihr wirtschaftliches Vorankommen fördern. Zudem äußerte er sich kritisch zur Schaffung einer europäischen Zentralbank. Damit stellte sich der Topmanager indirekt gegen Eurokraten, Globalisten und Federal Reserve Bankster. Mit seiner sozialen Einstellung eckte er natürlich auch bei der internationalen, insbesondere aber der US-Finanzoligarchie an. All das stand den politischen Zielen der linksextremen RAF eigentlich nicht entgegen. Zumindest theoretisch. Ende September 1987 bei der Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in Washington forderte Herrhausen das bis dahin Undenkbare. Er wollte einen teilweisen Schuldenerlass in Höhe von bis zu 50% für die am stärksten verschuldeten Länder erreichen und damit zuweilen die Hälfte der Auslandsschulden der Entwicklungsländer streichen. Insbesondere betraf das die Banken des Federal Reserve Systems sowie britische Finanzinstitute, denn in den 1980er Jahren hatten gerade jene den armen Ländern immer höhere Kredite eingeräumt. Ungeachtet dessen, dass nur 20-30% der Leihbeträge durch Rückstellungen abgesichert waren. Ein Schuldenerlass in dieser Höhe hätte für einige US-amerikanische und britische Geldinstitute den Todesstoß bedeutet. Außerdem wollte Herrhausen eine Senkung der Schuldenlasten der Ostblockländer erreichen, wie beispielsweise von Polen. Sein letztes durchaus spektakuläres Geschäft ging eine Woche vor seinem Tod über die Bühne. Mit dem Erwerb der britischen Investmentbank Morgan Greenfell wollte er eine Entwicklungs- oder Aufbaubank zur Finanzierung projektgebundener Investitionen in Osteuropa und Russland errichten. Mit seinen zukünftigen Plänen jedenfalls hätte Herrhausen eindeutig die Interessen des IWF und der Weltbank ausgehebelt. Bis heute bedienen diese sich genau jener Wirtschaftsmafia-Methoden, die er anprangerte. Denn die gewährten Kredite und die enormen Zinsen können von den Schuldenländern kaum zurückbezahlt werden. So können die Verbindlichkeiten als Druckmittel eingesetzt werden, um die Politik in den Nehmerländern weitestgehend zugunsten von IWF und Weltbank zu beeinflussen. Im Zusammenspiel mit dem Petrodollar sind diese ausbeuterischen Methoden essentiell für die angelsächsische Machtdoktrin. In der weltgeschichtlich ebenso bedeutsamen wie explosiven Phase Ende der 1980er Jahre war der Multimilliardenmanager Herrhausen nicht irgendwer. Im Mai 1985 wurde er Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Insbesondere während dieser Zeit hatte die Bank umfassend umstrukturiert, modernisiert und international ausgerichtet. Herrhausens Horizont beschränkte sich nicht auf das Frankfurter Bankenviertel. Er forderte, dass Wirtschaftsunternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Er galt als Gegner aller Denkverbote. Immer wieder dachte er laut über Themen nach, die zu seiner Zeit nur wenige Menschen ansprachen. Er wäre wohl höchstwahrscheinlich auch zu einer Schlüsselfigur für alle weiteren Entwicklungen in dem vom Kommunismus befreiten Osteuropa geworden. Dementsprechend stark engagierte sich dort die Deutsche Bank, argwöhnisch beäugt von der US-Konkurrenz, ebenso von der CIA.
Der Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten warnte eindringlich vor der potenziellen Wirtschaftskraft einer reformierten Sowjetunion. Verfügte diese doch über mehr Rohstoffe als der Westen sowie über ein vorzüglich ausgebildetes Facharbeiterpotenzial. Deshalb waren die USA wenig an einer effektiven wirtschaftlichen Entwicklung der UdSSR interessiert. Herrhausens Visionen standen dem im Weg. Auch dessen Plädoyer, Berlin solle zur Lösung der internationalen Schuldenkrise Druck auf die US-Regierung ausüben, führte zu blankem Entsetzen bei US-Bankstern und Politikern. In jener Zeit wurde die Stimme des CIA-Kritikers Colonel Fletcher Prouty zum Herrhausen-Attentat laut, der erklärte: Die meisten Terroristen sind bezahlte Agenten und Instrumente großer Machtzentren. Ein bestimmtes solches Machtzentrum wollte aus einem bestimmten Grund den Vorstandssprecher der Deutschen Bank an diesem Tag und auf diese Weise loswerden, um anderen eine Lektion zu erteilen. Demnach musste die Entscheidung über Herrhausens gewaltsames Ableben an anderer Stelle gefällt worden sein. Laut Colonel Prouty bestand ein Zusammenhang mit den imperialen Interessen des sogenannten British American Complex, kurz BAC. Ein Synonym für weltweite wirtschaftliche Interessen des ehemaligen Commonwealth und der amerikanischen Ostküste. Bis heute konzentrierte sich BAC vor allem auf Profite im Bereich der Finanz-, Rüstungs- und Energieindustrie. Ins Fadenkreuz der BAC geriet beispielsweise der am 28. Februar 1986 ermordete schwedische Ministerpräsident Olof Palme. Er hatte sozialdemokratische Debatten über Abrüstung mit den osteuropäischen Regimen geführt. Und das stand den Profitinteressen des BAC entgegen. Und auch der am 4. April 1979 gehängte pakistanische Präsident Zulfikar Ali Bhutto und die am 31. Oktober 1984 ermordete indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi verletzten die Finanzinteressen des britisch-amerikanischen Konglomerats. Zumal sie sich für eine Schuldenneuordnung der Dritten Welt einsetzten, die mit Profitverlusten in Milliardenhöhe für die internationalen Banken einhergegangen wären. Ähnlich dem, was Herrhausen später forderte. Ist der Chef der Deutschen Bank amerikanischen Interessen in der einen oder anderen Form in die Quere gekommen? Für Gerhard Wisniewski ist dies sehr wahrscheinlich. Der Enthüllungsjournalist und Bestsellerautor hat gemeinsam mit seinen Co-Autoren mit dem Buch RAF Phantom die Existenz einer dritten Generation der Linksterroristen akribisch untersucht. Wir haben ihn gefragt, in welchem Bereich er die Herrhausen-Mörder verortet, wenn es die Rote Armee-Fraktion nicht war. Also meine Kollegen und ich, wir haben das sehr ausführlich untersucht in dem Buch das RAF Phantom 1992. Und da haben wir uns auch die geschäftlichen Hintergründe von Herrhausen angeschaut. Das ganze Umfeld, das Klima, in dem er ermordet wurde, neben den forensischen Spuren natürlich, die verfügbar waren für Journalisten. Und ja, da deutet sehr viel darauf hin, dass er also den Amerikanern im Weg stand, ja, indem er also, er hat ja damals darum gekämpft, die Deutsche Bank zu einer der 10 größten Banken der Welt zu machen. Das muss man sich mal vorstellen, wenn wir heute dieses Jammer-Institut anschauen von Deutscher Bank, was daraus geworden ist nach seinem Tod. Damals kämpfte Herrhausen um einen Platz unter den Top 10 Banken der Welt und mischte sich da auch in globale, soll ich sagen, Zusammenhänge und Geschäftsmechanismen ein, die wiederum anderen sehr, sehr wehgetan haben. Unter anderem den Vereinigten Staaten oder dem dortigen Bankensystem. Doch es gibt noch weitere Tatmotive, die bei mächtigen Kreisen zu finden sind. Es geht um nicht weniger als die weltpolitischen Entscheidungen der Wendezeit 1989-90 und um die deutsche Einheit, bei der auch der Topmanager Herrhausen eine Rolle spielte. Die vom Volk bejubelte Wiedervereinigung Deutschlands hat sich wahrscheinlich nicht so abgespielt, wie es in den heutigen Geschichtsbüchern zu lesen steht. Denn die friedliche Revolution unter dem Ruf Deutschland einig Vaterland
hätte von der Staatsmacht im Verein mit sowjetischen Panzern genauso niedergewalzt werden können wie der 17. Juni 1953. Doch warum blieb der Schießbefehl aus? Mikhail Gorbatschow, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und letzter Staatspräsident der Sowjetunion, äußerte sich nur kryptisch. Es gäbe ein großes Geheimnis um die Wende. Er lüftete es jedoch nie. Erich Honecker, erster Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, wurde konkreter. Der Zug, auf dessen Gleis die DDR gestellt wurde, ging in Richtung des Verkaufs der DDR an die BRD. 80 Milliarden D-Mark war der Preis. Und die Rechnung ist aufgegangen, der Fahrplan in das Europäische Haus fertig. Nicht nur dieses Bekenntnis, sondern auch jahrelange Geheimverhandlungen hinter den politischen Kulissen von Ost und West belegen, die Wiedervereinigung kam durch ein gigantisches Geschäft zustande. Und das war der Verkauf der DDR durch die Sowjetunion an die BRD. Voraus gingen diverse Geschäfte und Kreditverträge für hunderte Millionen DM zwischen Kohl und Gorbatschow. Oft mit dabei der deutsche Bankchef Alfred Herrhausen. 1988 garantierte die Bundesregierung der Sowjetunion einen Kredit von 3 Milliarden D-Mark durch ein Finanzkonsortium, angeführt von Herrhausens Deutscher Bank. 1989-90 kamen noch ca. 2 Milliarden D-Mark an Versorgungsgütern nach Russland hinzu. Und im Sommer 1990 ein 5 Milliarden D-Mark-Kredit, um die Sowjetunion vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. Bei diesbezüglichen geheimen Verhandlungen war stets der Chef der Deutschen Bank mit dabei. Schließlich wollte Gorbatschow für die deutsche Einheit samt Abzug seiner Truppen aus Deutschland und Zustimmung zur NATO-Mitgliedschaft Gesamtdeutschlands 20 Milliarden D-Mark. Kohl bot 8 Milliarden. Schließlich einigten sich die beiden Staatsmänner auf 12 Milliarden D-Mark sowie einen zinslosen Kredit in Höhe von 3 Milliarden D-Mark. Durch dieses unwürdige Geschacher kam es letztlich zur kleinen deutschen Wiedervereinigung von West- und Mitteldeutschland. Herrhausen verhandelte im Auftrag der Bundesregierung auch die Bedingungen für die Öffnung der ungarischen Grenze für DDR-Flüchtlinge aus. Ein 500 Millionen D-Mark-Kredit, Streichung des Visazwangs und Unterstützung beim EU-Beitritt. Alfred Herrhausen wusste natürlich von der gekauften Einheit und der Grenzöffnung, führte er doch maßgebliche Verhandlungen persönlich mit. Damit erlangte er, laut dem Journalisten und Autor Ferdinand Kroh, Herrschaftswissen. Und zwar höchst gefährliches. Dahingehend bezeichnete Colonel Prouty die Ermordung Herrhausens als einen Warnschuss. Und zwar für all jene politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen in der BRD. Denn diese dürften die bevorstehende Wiedervereinigung nicht für eine Wahrnehmung deutscher Interessen auf dem Weltmarkt nutzen, sondern sollten weiterhin brave Vasallen sein. Ferdinand Kroh weiß, dass es einen dementsprechenden Hinweis tatsächlich an die Chefetage der Deutschen Bank gab. Ebenfalls wenig bekannt, Einheitskanzler Helmut Kohl und Herrhausen stellten sich zunächst vehement gegen eine gemeinsame europäische Währung. Der Topmanager überzeugte den Kanzler sogar davon, dass für Deutschland eine Lösung ohne europäische Gemeinschaftswährung sinnvoller sei. Nach Herrhausens Ermordung brach Kohls Widerstand in sich zusammen. Er verhandelte über eine europäische Verfassung, die in der Folge das deutsche Grundgesetz arg beschneiden sollte. Sensible Punkte für ein großes Deutschland, so heißt es in den Telegrammen und Berichten. Vor allem die gemeinsame Währung. In einem inoffiziellen Gespräch zwischen Mitterrand und Thatcher im Frühjahr 1990 heißt es: Morgen wird die Deutschmark ein noch stärkeres Instrument der Dominanz sein als heute. Bis Ende des Jahres sollte Deutschland seine D-Mark aufgeben. Erst kurz davor war klar, Bundeskanzler Kohl lenkt ein. Während einiger Wochen ging es zwischen unseren Beratern Bitterlich und Elisabeth Guigou hin und her.
Bitterlich sagte nein, der Kanzler zögert noch. Er ist in der Sache einverstanden, aber die deutsche Öffentlichkeit darf nicht brüskiert werden. Und dann erst 4 Tage vor dem Dezembergipfel in Straßburg kommt Bitterlich zu uns und sagt, der Kanzler stimmt zu. Es gibt wenige Entscheidungen der jüngeren deutschen Geschichte, die im Bereich der Politik und der Gesellschaft so intensiv diskutiert wurden, hin und her gewendet wurden in ihren Vor- und Nachteilen, wie das Thema der Wirtschafts- und Währungsunion. Und deswegen widerspreche ich nachdrücklich all denen, die so den Eindruck erwecken wollen, da werde was über unser Volk hinausgestülpt, dass das Volk gar nichts will. Ich bin sicher, dass die Zustimmung zum Euro genau wie seinerzeit die Zustimmung zur D-Mark so sein wird, doch schon in wenigen Jahren, dass die meisten sich gar nicht mehr vorstellen können, dass es einmal anders war. Beim EG-Gipfel in Straßburg am 8. Dezember 1989 unterschrieb er dann auch den Vertrag, der Deutschland dazu zwang, die D-Mark aufzugeben. Ebenso wurden dort die Weichen für den Euro und den Maastricht-Vertrag gestellt. Maastricht, schrieb die französische Le Figaro treffend, das ist der Versailler Vertrag ohne Krieg. Denn wie der Versailler Vertrag schreibt der Maastrichter die ewige Ausbeutung Deutschlands fest und ist zudem ein Anschlag auf den Fortbestand aller Völker Europas. Maßgeblicher deutscher Unterhändler bei den Vertragsverhandlungen, Finanzstaatssekretär Horst Köhler. Das Herrhausen-Attentat kann als Warnung an all jene verstanden werden, die die Pläne eines vereinigten Europas torpedieren. 1993 trat der Vertrag von Maastricht in Kraft. Dieser hob die Europäische Union aus der Wiege. 1998 wurde die Europäische Zentralbank gegründet. 1999 die erste NATO-Osterweiterung mit dem Beitritt Polens, Tschechiens und Ungarns vollzogen. Und 2002 schließlich die europäische Gemeinschaftswährung Euro eingeführt. Im Zusammenhang mit dem Wendegeschehen und dem Attentat an Alfred Herrhausen steht auch der Mord an Detlef Carsten Rohwedder, dem Präsidenten der Treuhandanstalt. Düsseldorf-Niederkassel, Ostermontag, 1. April 1991, 23.30 Uhr. Detlef Carsten Rohwedder geht in sein Arbeitszimmer im obersten Stock der kleinen Villa Maximilian am linksrheinischen Ufer. Als er das Licht anmacht, feuert ein in einem gegenüberliegenden Schrebergarten versteckter Schütze aus ca. 63 Meter Entfernung. Die Kugel trifft Rohwedder in den Rücken, zerreißt seine Aorta, die Luft- und die Speiseröhre. Seine Gattin Hergard wird durch einen Querschläger eines erneut abgegebenen Schusses der linke Ellenbogen zerschmettert. Noch bevor der Notarzt eintrifft, erliegt der Treuhandpräsident seiner Schussverletzung. Der Täter entkommt unerkannt. Wie beim Attentat auf Alfred Herrhausen summieren sich auch in diesem Fall die Ermittlungspannen. Trotz der sofort ausgelösten Ringfahndung waren die Straßensperren in der Umgebung erst 30 Minuten nach dem Attentat aufgebaut. Nur die unteren Scheiben der Villa bestanden aus Panzerglas, die obere nicht. Dementsprechend musste der unbekannte Schütze Sicherheitsdienstinformationen besessen haben. Schon 4 Tage vor den Schüssen aus dem Schrebergarten hatte sich Hergard Rohwedder an die Polizei gewandt. Der Grund: seit Wochen erhielt sie anonyme Anrufe mit Morddrohungen gegen ihren Mann. Trotz ihrer Bitte lehnten die Behörden einen verstärkten Polizeischutz ab. Mysteriös ebenso der Fund von 3 Patronenhülsen im NATO-Standardkaliber 7,62x51 mm für militärische Sturmgewehre am Tatort. Unter einem Campingstuhl lag ein Bekennerschreiben der Roten Armee-Fraktion Kommando Ulrich Wessel. Obwohl Detlef Carsten Rohwedder bei den Sicherheitsbehörden als Ziel Nummer 1 galt, bekannte BKA-Präsident Hans-Ludwig Zacher danach, vor dem Hintergrund der Tat sei die Schutzgewährung in Düsseldorf ein bisschen dünn und dürftig gewesen. Ein Hohn, insbesondere angesichts der Tatsache, dass kurz zuvor 2 Sprengsätze in der Berliner Treuhandniederlassung explodiert waren, 2 Büros brannten völlig aus.
damals schon eine Warnung. 1992 bekannte sich die RAF erneut zum Rohwedder-Mord. 2001 konnte eine Haarspur am Tatort dem RAF-Mitglied Wolfgang Grams zugeordnet werden. Angeblich hätte er ebenfalls der ominösen dritten RAF-Generation angehört und starb 1993 bei einer Schießerei mit der Polizei. Im Zusammenhang mit dem Rohwedder-Attentat benannte die Bundesanwaltschaft Grams allerdings nicht als Tatverdächtigen. Sie bewertete das Haarindiz als nicht ausreichend. Unklar blieb, ob dieser sich überhaupt am Tatort aufhielt. Wurden gar fingierte Spuren gelegt, um die Ermittlungen in die Irre zu führen? Witwe Hergard Rohwedder ging zu ihren Lebzeiten davon aus, dass die Tat nicht nur von ehemaligen Mitgliedern der 1990 aufgelösten Stasi geplant wurde, sondern dass sie auch daran beteiligt waren. Schließlich sei ihr Mann auf der Spur von Altkader-Seilschaften gewesen. Kurz vor seinem Tod hätte er angedeutet, dabei zu sein, das verschwundene SED-Parteivermögen in Milliardenhöhe zu finden. Zu dieser Theorie könnte der militärtechnische Hintergrund passen, dass der Treuhandpräsident von einem Stasi-Scharfschützen mit einem NATO-Gewehr erschossen wurde und eben nicht von einem Mitglied einer imaginären und völlig unbekannten dritten RAF-Generation. Der zielgerichtete Meisterschuss offenbarte einen absoluten Profi, zerstört ein solcher doch gleich vier Lebensstränge gleichzeitig. Paradoxerweise gingen Fahnder jedoch von einem Zufallstreffer aus. Der Journalist und TV-Autor Ferdinand Kroh listete Schlüsselinformationen auf, die aus geheimen Unterlagen des ersten Untersuchungsausschusses bezüglich Alexander Schalk-Golodkowski stammen. Der SED-Politiker und Wirtschaftsfunktionär war auch Oberst im Ministerium für Staatssicherheit, kurz MFS. Die Dokumente enthalten in Bezug auf das Verschieben des SED-Vermögens Namen und Firmen. All das unterscheidet sich frappierend von den offiziellen Regierungsberichten. Kroh schrieb dazu: Wenn man fragt, wer die Nutznießer des Mordes waren, dann lautet die Antwort: Jene MFS-dominierten Seilschaften, die den durch die neue Verkaufsstrategie Rohwedders gefährdeten Milliardenkuh retten wollten. Diesem Kreis stand ein gefährliches Täterpotenzial zur Verfügung. Ehemalige Agenten, Killer und Elitekämpfer der osteuropäischen Geheimdienste, die während und nach der Wende ein Untergrundnetz aufbauen konnten. Tatsächlich wollte Rohwedder am 2. April 1991 eine Pressekonferenz einberufen, um diese Verkaufsstrategie publik zu machen. Dabei sollten anstatt eines freihändigen Verkaufs die Treuhandfirmen schnellstens international ausgeschrieben werden. Doch einen Tag vorher wurde Rohwedder von einem Profi regelrecht hingerichtet. Damals gab es durchaus auch in der Öffentlichkeit Zweifel. Dass nun unbedingt hier die Terroristen von der RAF sind, so wie das in einigen Nachrichtenmeldungen schon gebracht wurde, das wage ich fast zu bezweifeln. Vielleicht hätte sich die Bundesregierung eher einfallen lassen müssen, dass sie ihre Politik so nicht machen können. Und so. Und vielleicht wird ihnen klar, dass die fünf neuen Bundesländer ein einziges Pulverfass sind. Und dass hier was passieren musste, das war vorauszusehen irgendwo. Jahre später meldete sich ein ehemaliger Doppelagent zu Wort. Er gab Auskunft darüber, wie seiner Meinung nach die Tat an Rohwedder geplant und verübt wurde. Dieses Objekt diente der sogenannten Antiterroreinheit des MFS als Ausbildungs- und Schulungsobjekt für Personen, die im Ausland eingesetzt wurden oder im Ausland im Einsatz waren. Diese Leute kamen in der Regel alle ein bis zwei Jahre zu sechswöchigen Schulungen hierher und sollen in der Regel in ständigen Vertretungen oder Botschaften der DDR im sogenannten Operationsgebiet im Einsatz gewesen sein, also im kapitalistischen Ausland nach dem Verständnis der DDR. Wie auch immer, bis heute ist der Rohwedder-Mord offiziell genauso wenig aufgeklärt wie jener an Alfred Herrhausen. Auch hier stellt sich die Frage, wem gereichte das Attentat auf den Treuhandpräsidenten zum Vorteil?
Gab es abgesehen von Stasi-Seilschaften noch andere, die ein Interesse an seinem Tod hatten? Die Spurensuche führt in die dunklen Abgründe der Endzeit der DDR. Schon früh warnte der ehemalige SPD-Staatssekretär und Wirtschaftsprüfer Detlef Carsten Rohwedder von einer von Helmut Kohl propagierten kurzfristigen Einführung der Währungsunion gewarnt. Er war überzeugt, dass dieses Projekt ein hohes Risiko berge, wenn die DDR-Betriebe schockartig dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt würden. Denn dies könnte zu großer Arbeitslosigkeit führen. Dementsprechend schlug er einen großzügigen und sozial orientierten Währungskurs vor. Dadurch bekämen die DDR-Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie ihre Waren gegen Devisen verkaufen sollten. Am 3. Juli 1990 schließlich wurde Rohwedder Vorsitzender der Treuhandanstalt. Zum 1. Januar 1991 übernahm er das Amt des Präsidenten. Die für über 12.000 Firmen mit mehr als 4 Millionen Beschäftigten verantwortliche Treuhand hatte vor allem die Aufgabe, die volkseigenen Betriebe der DDR zu privatisieren oder aber ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Wenn dies nicht möglich war, sollten die Firmen stillgelegt werden. Damit besaß Rohwedder vielleicht den undankbarsten und gefährlichsten Job im wiedervereinigten Deutschland. Schnell wurde ihm klar, dass sich die Investoren, die der SPD-Politiker Franz Müntefering einmal so treffend als Heuschrecken bezeichnete, bereits die lukrativsten DDR-Betriebe gesichert hatten. Wie die Aasgeier warteten sie darauf, dass die mitteldeutschen Firmen zusammenbrachen, um dann die Reste billig aufzukaufen. Wie Herrhausen war auch der Treuhandboss ein Visionär. So wollte er im Osten der Bundesrepublik Deutschland im liberalen Sinne eine freie Marktwirtschaft etablieren. Kartelle sollten sich nicht bilden können und die Konzerne nicht allzu große Macht besitzen. Selbst der Staat sollte sich aus der Wirtschaft so weit wie möglich heraushalten. Das sorgte bei den Westkapitalisten natürlich für Unmut, sahen sie doch ihre Felle davonschwimmen. Schnell wurde klar, dass lediglich 20% der DDR-Arbeitsplätze in der Industrie gesichert werden konnten. Von den ehemals 3,4 Millionen Arbeitsplätzen würden nur 700.000 überleben. Nach und nach stellte sich heraus, dass die Privatisierung der ehemaligen DDR-Staatsbetriebe ein großes Verlustgeschäft war. Rohwedder drängte darauf, dies nicht öffentlich zu machen. Dennoch wurde das Desaster durchgestochen, was wiederum zu Kritik an seiner Person führte. Ab November 1990 wurden marode Betriebe abgewickelt, wie es hieß, also geordnet geschlossen. Dabei bekamen Ex-DDR-Bürger oft nur ein Fünftel der Abfindung, die westdeutschen Arbeitern zustand. Im engen Korsett des von Rohwedder nicht zu verantwortenden Treuhandgesetzes wurde er zunehmend zum Buhmann der Bürger zwischen Elbe und Oder. Mitunter sogar als Schlächter und die Treuhandanstalt als größte Schlachthaus Europas bezeichnet. Tatsächlich gingen von den mittleren oder großen Privatisierungen ca. 85% an Westdeutsche, 10% an Ausländische und lediglich 5% an Kapitalanleger aus der ehemaligen DDR. Doch die radikale Ausbeutung des Beitrittsgebietes hatte nicht Rohwedder allein zu verantworten, sondern ebenso sein Vorgesetzter, Eckhard John von Freyend, Leiter der Abteilung 8 des Bundesfinanzministeriums. Dieser handelte in Vertretung des Finanzministers. Durch bürokratische und finanzpolitische Entscheidungen wurden dem Aufbau Ost zudem viele Milliarden entzogen. Ganz zum Vorteil des Bundeshaushalts und bundesdeutscher Banken. Rohwedder beklagte sich gegenüber dem Hamburger Journalisten Franz Wauschkuhn über das Unverständnis des Bundeskanzlers und der SPD. Selbst von Bundesfinanzminister Theo Weigel erhielt er keine wirkliche Unterstützung. Und das, obwohl er, wie er sich ausdrückte, die Drecksarbeit machte. Letztlich fühlte sich Rohwedder von Bonn im Stich gelassen. Oder hatte man ihn dort längst schon fallen gelassen? Irgendwoher musste die Angst schließlich kommen, die der Treuhandchef hatte. So verriet Journalist Wauschkuhn: Das war das Erschreckende, dass ich bemerkte, dass er im Unterton Angst ausstrahlte. Offensichtlich hat er gefühlt, dass sich da etwas gegen ihn zusammenbraut.
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch Rohwedders USA-Reise zur Information und Gewinnung von Investoren. Dort stieß er für seine sozialverträglichen Privatisierungspläne auf Unverständnis. Schließlich äußerte er Bedenken, dass westliche Monopolkonzerne marktbeherrschende volkseigene Betriebe, sogenannte VEBs, zum Billig- oder gar Nulltarif erwarben. Und dazu noch die Arbeiterrechte außer Acht ließen, denn seiner Meinung nach sollten gerade jene sowie die wirtschaftliche Existenzgrundlage der Arbeitnehmer erhalten bleiben. Damit machte sich Rohwedder bei den Vertretern des Monopolkapitalismus erneut Feinde. Gleich gar bei dem von Colonel Prouty im Zusammenhang mit dem Herrhausen-Attentat benannten British American Complex. Nach Rohwedders Tod wurde am 13. April 1991 die CDU-Politikerin Birgit Breuel die neue Präsidentin der Treuhandanstalt. Sie verkehrte das Konzept ihres Vorgängers ins Gegenteil und verramschte die einstige DDR-Volkswirtschaft an Kommerzglücksritter befreundeter Nationen. Letztlich wurde über die Treuhand gut die Hälfte der über 12.000 DDR-Betriebe privatisiert. 13% reprivatisiert, sprich sie fielen an die Alteigentümer zurück, 2,5% wurden kommunalisiert, der Rest dicht gemacht. Das Defizit nach der offiziellen Beendigung der Tätigkeit der Treuhand am 31. Dezember 1994 betrug ca. 250 Milliarden D-Mark. Sprich Schulden, die in den Erblastentilgungsfonds des Bundeshaushalts verbucht wurden, einem Schattenhaushalt. Die Umwandlung der Wirtschaft des DDR-Sozialismus in die BRD-Marktwirtschaft war ein gigantisches Minusgeschäft für die Bundesregierung, nicht aber für die Heuschreckeninvestoren aus der ganzen Welt. Dass aus einem Substanzwert der DDR-Wirtschaft von 600 Milliarden D-Mark nach kurzer Zeit Schulden von 250 Milliarden D-Mark wurden, beruhte auf einem perfiden Trick. Als am 1. Juli 1990 die DDR-Mark im Verhältnis 1:1 und 1:2 in D-Mark umgetauscht wurde, vervielfachten sich die Lohn- und Herstellungskosten für die DDR-Betriebe bis zu 400%. Gleichviel wurden sie auf den Weltmärkten teurer, der Absatz selbst lukrativer Unternehmen brach schlagartig ein. Die DDR war pleite. Mehr noch, nach der Währungsunion wurden die DDR-Banken privatisiert. Danach sollten die Firmen die Staatskredite in harter D-Mark an die Privatbanken mit hohen Zinsen zurückbezahlen. So wiesen die ehemaligen VEB plötzlich 177 Milliarden D-Mark Schulden auf, die eigentlich gar keine waren. Diese Ostbetriebe gerieten dann über die Treuhand für Schnäppchenpreise in die Hände westlicher Investoren, mit dem Ergebnis von über 2,5 Millionen Arbeitslosen schon im März 1991. Ein gigantisches Raubgeschäft, von dem nicht nur Bundesfinanzminister Theo Weigel, sondern ebenso Horst Köhler, damals Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, wohl gewusst haben musste. Wahrscheinlich wurde Köhler deshalb auch am 1. Mai 2000 Direktor des Internationalen Währungsfonds. Und irgendwo in diesem explosiven Gemisch lag das Motiv für Rohwedders Ermordung. Und keineswegs bei einer fiktiven dritten Generation der Roten Armee-Fraktion, deren Existenz es keinerlei Beweise gibt. Dafür sprechen aber gewichtige Indizien für eine von Geheimdiensten konstruierte Kulisse, wie Enthüllungsjournalist Gerhard Wisniewski meint. Also ein ganz wichtiges Indiz ist ja, dass man nicht einen dieser Attentäter bis heute gefasst hat. 30 Jahre später oder über 30 Jahre später. Wir reden hier immerhin von 8 sehr hochkarätigen Morden oder von 8 Morden an sehr hochkarätigen Persönlichkeiten der Bundesrepublik. Kein einziger davon wurde aufgeklärt. Wir haben ja dagegen bei, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Morden, bei normalen erkannten Morden haben wir eine Aufklärungsquote von 95%, bei diesen Raffmorden der dritten Generation von 0%. Also wenn einem das nicht zu denken gibt, dann weiß ich nicht, ja. Und dann haben ja auch die Behörden selber zugegeben, sie haben eigentlich keine Ahnung, wer diese Leute waren, diese Attentäter. Es gab praktisch keine Spuren. Und die Spuren, die es gab, die konnten angeblich nicht verwendet werden.
obwohl dabei ganz nette Spuren waren, zum Beispiel auch mal Zigarettenstummel und solche Dinge. Ja. Normalerweise kann man das mit Hilfe der DNA-Analyse, kann man sehr gut da eine Spur entschlüsseln. Und das ist auch nicht geschehen. Also hier wird meiner Meinung nach dilatorisch gehandelt und Obstruktion betrieben. Und das deutet für mich darauf hin, dass diese Morde keinen, wie soll ich sagen, natürlichen oder autonomen Hintergrund haben. Möglicherweise zählen auch die von der Bild-Zeitung als RAF-Rentner bezeichneten angeblichen Angehörigen der dritten Generation zur Aufrechterhaltung dieser Kulisse. Diese sollen sich seit Jahrzehnten im Untergrund befinden und ihren Lebensunterhalt mit Raubüberfällen bestreiten. Dazu nochmals Gerhard Wisniewski. Das weiß in Wirklichkeit kein Mensch, ob es solche sogenannten RAF-Rentner wirklich gibt. Sie müssen davon ausgehen, dass diese Leute, die uns dort präsentiert werden, noch mit so ein paar Fahndungsfotos, dass die im Grunde verschollen sind. Ja, die sind verschollen. Das heißt also, man weiß nicht mal, ob die noch leben, wo die noch leben, ob sie überhaupt noch sozusagen handlungsfähig wären oder so. Diese Leute sind ganz einfach verschollen, aber die werden präsentiert, sozusagen, damit man überhaupt noch so ein bisschen den Kasper im Kasperle-Theater wackeln lassen kann, werden die noch so ein bisschen hochgehalten als geheimnisvolle Überreste dieser sogenannten RAF. Alfred Herrhausen und Detlef Carsten Rohwedder ereilte der Tod zur rechten Zeit, wie es im Geheimdienstjargon heißt. Und zwar noch so rechtzeitig, dass sie ihre sozialen Visionen, die mitunter völlig gegensätzlich zur Politik der herrschenden Klasse lagen, nicht mehr umsetzen konnten. Das war natürlich ganz im Sinne des British American Complex, der Globalisten und Eurokraten. Unzweifelhaft besitzen das Herrhausen und das Rohwedder-Attentat die Handschrift von Geheimdiensten. Die Auftraggeber und Hintermänner bleiben, wie zumeist bei staatsterroristischen Aktionen, unbekannt. So mutiert die angebliche freiheitliche Demokratie zu einem Schattenstaat, in dem die illegalen Machtstrukturen lediglich ihren eigenen gewalttätigen Gesetzen gehorchen. Meine Sorge ist, dass hier die Sicherheitsorgane und Sicherheitsbehörden sich ein Eigenleben angewöhnt haben, das gefährlich werden kann für die demokratische Entwicklung in unserem Lande.